ApoRed-Fanboys disliken dein Video zugrunde. Willst du gegen die Hate-Welle ankämpfen? Ja, natürlich! Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Herzlich willkommen zum allerersten Let's Play auf meinem Kanal. Ich habe jetzt eine ganze Weile lang PewDiePie's Tuber Simulator gespielt und ich finde das Spiel auch für zwischendrin echt richtig nice. Ich finde allerdings, dem Spiel fehlt eine ganz wesentliche Komponente, die vor allem YouTube Deutschland betrifft, und das ist natürlich Beef. Deshalb stelle ich euch heute ein neues Mobile Game vor mit dem ganz tollen Namen Beef Simulator. Darin wird man dann der größte Beefer in ganz YouTube Deutschland. Sagt man das so? Beefer? Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt in dem Spiel auch hoffentlich das erste und einzige Mal in meinem Leben sein, dass ich jemals Beef haben werde. So, wir drücken mal hier auf neues Spiel und da landen wir auch direkt in der Charaktererstellung. Dann gucken wir mal, was wir einstellen können. Hautfarbe. Naja, so ganz Latino bin ich ja dann doch nicht. Wir bleiben erstmal bei der ganz normalen hellen Haut. Hier unten kann man aber schon sehen, dass man da offenbar im weiteren Verlauf des Spiels noch weitere Hautfarben freispielen kann. Was auch immer das neben den normalen hier sein soll. Blau-grün, ich weiß es nicht. So, hier haben wir Frisuren. Ah, krass, das ist natürlich nice. Also neben den Standardfrisuren können wir uns hier direkt zu Anfang hier die Miguel Pablo Gedenk-Dreadlocks auswählen. Fresh und nice. Ja, da sieht man auch direkt zu Anfang nach einer richtigen Flachpfeife aus. Das ist ja fairerweise gesagt schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um ein guter Beefer zu werden. Das nehmen wir, denke ich mal. Ja, Bart, weiß ich nicht, sieht jetzt alles so ein bisschen dämlich aus. Gehen wir direkt mal weiter zum Oberteil. Ja, hier gibt es leider nicht so viele geile Sachen. Aber dann nehmen wir erstmal dieses Standard-Tanktop. Die Hose gefällt mir eigentlich schon so ganz gut. Das lassen wir mal. Und gucken wir mal, was bei den Schuhen so geht. Ja, scheiße. Da ist auf jeden Fall noch nichts mit geilen Yeezys. Das sieht eher nach Deichmann-Schlussverkauf aus. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Deswegen nehmen wir erstmal diese Treter hier. So, alles andere an Kategorien ist auch noch gelockt. Also noch keine coolen Tattoos und auch kein Schmuck für uns. Dann erstmal weiter hier. Wie stehst du zu den folgenden Themen? Daraus errechnet sich dein Beef-Profil. Okay, wir können hier also insgesamt 3 Daumen nach oben und 3 nach unten verteilen. Und ich schätze mal, im weiteren Spielverlauf kann man dann noch radikaler werden, was das angeht. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir probieren mal ein Beef-Profil hinzukriegen, was dem von den professionellen Beefern in Deutschland möglichst nahe kommt. Das heißt, wir finden Mode natürlich total cool, weil wir Sneaker sammeln. Pranks finden wir Bombe. Vor allem Bombenpranks. Und SD-Karten zerstören ist auch etwas, was wir total super finden. So, dann kommen jetzt die Daumen nach unten. Wir hassen logischerweise alle anderen sexuellen Ausrichtungen und beschimpfen gern andere als Schwuchtel. Vegan geht schon mal gar nicht klar und ja, ach komm, weil wir so einfach gestrickt sind, einfach noch einen Daumen runter für alle, die nicht normal hetero sind. So, weiter. Klingt, als wärst du ein niederträchtiger Assi. Ja, das stimmt allerdings. Ich würde sagen, das ist die perfekte Voraussetzung für einen ersten Beef, oder nicht? So, veröffentliche hier dein erstes Video. Ob eins, ein oder einen, ist mir einerlei. Ja, ist auf jeden Fall mal ein krasser Front gegen all die Twitter-Schreiber, die immer nur Einsen benutzen. ApoRed's Yeezys sind fake, mit Beweisen gone sexual. Krasser Titel auf jeden Fall. Und Veganer sind schwule Grasfresser-Schwuchteln. Ja, klingt für mich erstmal alles ziemlich logisch, aber wir sind keine Grammar-Nazis und irgendwelche Ökos sind uns auch erstmal egal. Wir versuchen uns direkt mal mit dem großen ApoRed anzulegen. Während dein Video hochlädt, kannst du dich im Shop umschauen. Alles klar. Schauen wir mal, ob es schon neue Sachen gibt seit eben. Ja, ich war eben ziemlich unzufrieden, was meine Schuhe angeht. Und wir haben uns ja ein Beef-Profil als modebewusst angegeben. Dann lass uns mal schauen, was es hier Neues gibt. Ja, geil, es gibt Fake Yeezys. Dafür brauchen wir nur 100 Views. Dann gucken wir mal kurz, wie es mit dem Video steht. 98, 99, 100 Views. Ja, korrekt. Die gönnen wir uns jetzt direkt mal. Lassen wir jetzt mal komplett außen vor, dass wir uns Fake Yeezys von den Views kaufen, die wir mit einem Video gegen Fake Yeezys gemacht haben. Ja, nice. Sehen total fresh und total original aus. Wow, wow, was ist das denn jetzt? ApoRed Fanboys disliken dein Video zugrunde. Willst du gegen die Hate-Welle ankämpfen? Ja, natürlich. Die kleinen Kinder machen wir locker platt. Tippe so oft wie möglich auf den Daumen nach oben, um mit Fake-Accounts Likes auf dein Video zu droppen. Okay, dann versuchen wir das mal gegen die Dislikes anzukommen. Und go! Komm, 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 komm! Ah, nicht geschafft? Shit. Ja, vielleicht hätte ich im ersten Video doch nicht direkt gegen ApoRed schießen sollen. Digga, was? Auch das noch. ApoRed persönlich kommt uns besuchen. Du willst mich? Du willst mich? Alter, was ist jetzt mit dem Spiel los? Okay, ich glaube, es hängt sich gerade auf. Und gecrashed.
Ja, sauber. Erstes Let's Play von mir und dann direkt die erste Aufnahme im Arsch. Ich geh nochmal kurz rein. Okay. Ich kann nur ein neues Spiel anwählen. Dann ist der Spielstand wohl nicht gespeichert worden eben. Aber ich hatte jetzt gegen ApoRed jetzt auch nicht so die besten Chancen, wenn man mal ehrlich ist. Naja, checkt das Game auf jeden Fall selber mal aus. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch für Android-Handys. Ich werde jetzt mal noch eine Runde spielen, ohne das aufzunehmen und hoffe, dass das ein bisschen besser klappt. Wenn euch das Video trotz der gecrashten Aufnahme gefallen hat, dann klickt doch kurz auf den freundlichen Daumen nach oben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonnier nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder bei einem neuen Video von mir. Haut da rein, euer Haki.